komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater Arbeiter und später Angestellter. Gelebt haben wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, Toilette am Gang und ich dann 11 war, Genossenschaftswohnung, Badezimmer, Klo in der Wohnung. Das war sozialer Aufstieg. Wir haben nicht viel Geld gehabt, aber es ist sich immer ausgegangen. Einmal im Jahr Urlaub am Bauernhof. Für mich war das Abenteuerurlaube. Nach der Schule habe ich eine Lehre als Bürokaufmann gemacht, eine solide Ausbildung. Da habe ich gemerkt, wie wichtig eine sichere Lehrstelle ist für einen jungen Burschen, wie ich damals war. Sportlich war ich auch, habe Handball gespielt. Heute, wenn ich Kindern zuschaue, denke ich mir, so gut war ich nie. Was ich da mitgenommen habe, ist, im Team ist man am besten. Personalvertreter und Gewerkschafter bin ich geworden, weil ich mich für Menschen einsetzen wollte. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Aber wir haben uns den Herausforderungen gestellt und sie als Chance gesehen und versucht, das Beste daraus zu machen. 17 Jahre in der Gemeindepolitik, das war eine sehr herausfordernde Zeit. Was ich da mitgenommen habe, gemeinsam Probleme lösen, Menschen zuzuhören, zusammenzubringen. Man kann nur gemeinsam Dinge verändern. Alle an den Tisch bringen und Streit schlichten, hat mir in der BAWAG-Krise sehr, sehr geholfen. Denn nur so war es möglich, ordentlich aufzuräumen. Diese Erfahrung, nämlich Probleme zu erkennen, Probleme aufzuarbeiten, habe ich dann in meine Ministerzeit mitgenommen, in der schwersten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren. Da mussten wir zusammenhalten und gemeinsam gegensteuern. Mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Wirtschaft und der Politik. Den Menschen zuhören, Brücken bauen, bei Problemen einfach anpacken. Darum wird es mir immer gehen. Thank you.